Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit den Böhmern mal wieder am Start hier in Prag in der Hauptstadt und ja auch schon wieder im Krieg. Aber nicht in unserem, ja nicht in dem, den wir eigentlich gerne gehabt hätten gegen den Osmanen. Nein, wir wurden mal wieder zu einem ungünstigen Zeitpunkt in den Krieg gerufen von unseren Kollegen aus Polen, die nämlich Dänemark ans Leder wollen. Die Kollegen wollen hier Mebel offenbar erobern. Hier drüben hat sich nämlich der werte Däne ein bisschen ausgebreitet. Und das schmeckt wohl dem Polen nicht so ganz wirklich, ne? Also man sieht hier, so das, was früher mal so Richtung Livonische Orden und so war, ne? Das da oben, das hat sich alles der Däne geholt. Was haben wir hier noch? Pleskau haben wir da noch. Das ist, glaube ich, ein Vasall, oder? Von Moskau oder so. Genau, richtig. Ja, alles, was so Riga und Livonische Orden war, das hat sich alles der Däne geholt. Der Däne, der auch Norwegen eingesteckt hat. Ja, und da will jetzt der werte Pole hin. Aber, jetzt kommt das Aber, meine Damen und Herren. Wir wissen ja, dass Dänemark hier noch eine Provinz hat, die Teil des Reiches ist. Also Grund genug für uns zu sagen, das hätten wir gern wieder. Gell, das wollen wir haben. Deswegen, wir konzentrieren uns jetzt drauf, hier oben ein bisschen Wirsch zum Tour auf gut Deutsch. Und das ist die Mission. Auf geht's. Hurra, soll doch der Pole hier drüben kloppen, ist uns völlig egal. Wir latschen jetzt da hoch und kloppen da ein bisschen rum. So, was ist das hier? Neue Tech. Oh, Diplotech. Ja, können wir gleich mal hier upgraden. Zack. Gleich mal einen rausgedübelt. Dann ist da erstmal wieder Ruhe. Wie sieht's denn aus mit der Institution eigentlich? Kolonialismus ist immer noch nicht da, ne? Und Renaissance, die ist ja gefördert. Das kennen wir schon. Hier im Zeitalter zur Reformation. Hoho. Ja, ja. So ist es. Wobei, so viel reformiert ist noch gar nicht, gell? Aber das kommt wahrscheinlich noch alles. Ah, wobei, hier, schau mal, da sind schon Mecklenburg. Da geht schon richtig was ab. Naja. Gut. So, also wir wackeln jetzt schon mal da hoch. Und ich sehe gerade, Holstein ist von Köln schon mal belagert. Das ist ja auch spannend. Mamelucken hat Kreta den Krieg erklärt. Respekt. So, mein Gott, was passiert denn da alles? Baumwolle. Aha. Unruhe oder keine Unruhe? Grundproduktion in Budweis, Grundproduktion in Lennis, in Linz. Aber Unruhe plus 8. Unruhe plus 8. Das ist natürlich. Das brauchst du jetzt nicht, gell? Unruhe plus 8 und das ist nicht lustig. Budweis. Oh, 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 oh. Budweis war hier irgendwo, gell? Mein Gott, ich kenne mich aus. Ist schlimm. Das wird ja gar nicht angezeigt, Mensch. So ein Mist. Steht auch nicht immer da, wo das ist, gell? Nee. Na, dass es die Provinzen einfärbt. Sowas blöds. Heiligsblechli. Budweis, ja bitte, das war hier irgendwo. Aber ich sehe es gleich. Ah, hier, mein Gott, da ist es. Okay, da könnten wir die plus 8 vertragen. Novi Zamki, was ist denn das, um Gottes Willen? Novi Zamki ist da, okay. Ah, da wird es nicht funktionieren. Na, kommt, das tun wir uns nicht an. Unruhe minus 2, Steuerende. Das tun wir uns jetzt nicht an. So, ja, hier kommen wir gerade rechtzeitig. Jawohl, da ist schon wieder befreit worden. Also, gleich mal Holstein einstecken. Auf geht's. Zack, Straßburg, was war das? Aha, Dänemark kriegt ein Geschenk aus Thüringen. Wie nett. Jawohl, Holstein ist besetzt. Auf geht's, weiter nach Schleswig. Und hier oben wird geklöppelt. Wir sind alles dabei. Polen, Byzanz, Böhmen, Litauen, Ungarn. Ja gut, okay. Dann wahrscheinlich mir am meisten Truppen, habe ich so den Eindruck. Außer wenn man jetzt natürlich Polen-Litauen als Union sieht. Dann natürlich nicht. So, aber ich dir... Moment, stopp, da will Gott und die Welt bei mir durch. Savoyen will durch. Sie sind im Krieg mit Frankreich. Natürlich dürft ihr durch. Sicher, sicher, klar, logisch. Wenn es gegen Frankreich geht, dürft ihr alles. So, da haben wir 5 Kanonen. Das ist schon mal super. Die lassen wir da stehen. Und der Rest geht... Ich habe sogar 7 Kanonen dabei. Schau mal, die gehen da rüber.
Geht gar nicht, oder? Dann latscht er da zurück. Dann fressen wir hier wenigstens nicht so viel Zermürbung, hoffentlich. Ja, wobei. Ja, jetzt ist 1-1 Zermürbung. Das geht. Okay, dann können wir noch ein bisschen Provinz plündern. Ja, schau mal, wer kommt denn da? 30.000 Dänen wackeln da ums Eck. Frechheit. Da paar depperte Schweden kommen da. Ja, mei. Was macht der Osman da? Hallo? Ah, mit Venedig. Ah ja, gut, okay. Haben wir hier unten irgendwelche Rebellen? Naja, ja, ein paar, aber gut. Muss aufpassen, die holen mir hier die Provinzen. Das geht ja gar nicht. Mensch. Okay, wir hauen hier die Belagerung durch und dann geht's ab. Thronanwärter-Rebellen, oh Gott. Achso, mein Chef ist umgefallen. Na, das ist ja toll, super. Klar, meine Revolte. Klar, jetzt habe ich auch Legitimität, dass es nur so kracht. Okay, Planänderung, sorry, ich muss hier zurück. Ich muss das Ungarn machen lassen, ich kann da jetzt nicht. Ich muss mein Reich verteidigen. Und die scheiß Rebellen müssen weg. Da, schau mal, hier dreckige Rebellen da unten. Ah, wobei, das machen wir anders. Da schickt man ihn da unten. Wir haben zwar keinen Anführer, aber ist mir jetzt wurscht. Holen wir zur neuen. Zack, und du latscht da hoch. Juppelst die weg. So, und ihr wackelt bitte hier runter. Was? Der Kaiser ist ein... naiver Enthusiast. Beziehung verbessert minus 20%. Das fängt ja gut an. Was habe ich denn da für eine Nulpe? 2, 3, 1? Das geht ja gar nicht. Um Gottes Willen, das ist ja schrecklich. Ah ja, ich habe auch keinen Nachfolger, gell? Deswegen, wir würden momentan nicht gewählt werden. Das ist ja super. Ich brauche päpstlichen Segen, ich brauche Legitimität. Bäm. Dynastie. Sanktionieren. Wir brauchen hier ganz, ganz dringend Legitimität. Ansonsten haben wir ein ernstes Problem. Neuer Herrscher, ja, ja. Komm, auf geht's jetzt hier. Guck mal, die Schweden da. Ah, wobei, die wollen jetzt Ungarn da oben wahrscheinlich angreifen, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass die jetzt da. Ja, ja, schau mal, kennst du sie? Da sind sie. Ja, ja, da bleibst, Burle. Da bleiben! Sofort zurück! Was ist da los? Jawohl, jetzt. Ah, komm, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt haben wir euch doch. Nö, haben wir nicht. Aber jetzt kriegen wir sie. Moment, das ist Ackerland. Ackerland ist gut, weil Ackerland ist, glaube ich... Jawohl. Ackerland ist die... wir haben den Bonus nicht mehr. Scheiße. Ah, ich wollte gerade sagen, ist ja der Bonus, den wir haben aus dem Zeitalter. Aber nee, das ist ja erledigt. Das Zeitalter hat ja gewechselt. So, was haben die? 2-3-3-2. Uiuiuiui. Okay. Na, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Das könnte eng werden. Aber ich hoffe, dass der Poli uns hier hilft. Schauen wir doch mal. Also. Wir sind moraltechnisch besser unterwegs. Die Tech ist die identische. Die haben ein paar Pferde mehr. Wir haben dafür mehr Artillerie. Das heißt, Feuer aus der zweiten Reihe ist eigentlich auf unserer Seite. Ja. Und wir würfeln sensationell schlecht. Jawohl. Ganz toll, wie wir das machen, Mensch. Super. Dreckige Thronanwärter, gerade da. Gerade haben wir noch gewonnen, du. Das war knapp. Mein Gott, haben wir den Scheiß zusammengewürfelt da. Frechheit. Das kannst du ja keinem anbieten, so schlecht war das. Ah, das war wieder ein ganz großes Kino hier, du. Mann, Mann, Mann. Komm, wir gehen mal da rüber und kleppeln mal die Pfeife da unten noch schnell weg. So, hier Thronanwärter-Rebellen, weg mit euch. Österreich hat Bregenz den Krieg erklärt. Ja, da wünschen wir euch viel Spaß hier, mein Gott. Okay, also die dreckigen Rebellen hier werden sauber weggedübelt. Jawohl, zack. Das Haus Nostitz. Aha. Wir haben einen neuen Thronfolger. 4, 5, 6, den brauche ich. Den brauche ich. Mega Thronfolger, ey. Super.
Ich glaube, der Kaiser Vaclav der Fünfte, der wird ja gleich mal Befehlshaber hier bei mir, glaube ich. Der hat sich gerade freiwillig gemeldet. Tidi! Zack, jawohl. Mensch, guter Thronfolger. Ja, der kann sogar ein bisschen was. 4-3-2, super. Der wird hier gleich mal nach der Schlacht. Oh, hallo, ich brauche hier Unterstützung. Oh, wir haben sogar so gewonnen, oder? Toll. Ja, der Pole ist noch mitgekommen. Haben wir Glück gehabt. Sonst wäre es wahrscheinlich böse gewesen. So. Dann. Ah, ne, den tun wir da rein hier. Unseren Chef. Zack, jawohl. Der Held vom Erdbeerfeld kommt da rein. So, Bregenz, was mit euch? Ihr seid im Krieg mit Österreich sicher. Sicher dürft ihr rein. Klar, so, jetzt sind die dreckigen Rebellen ja auch mal Geschichte. Mein Gott, was das wieder Manpower gekostet hat. Sapalot. So, Ungarn ist hier oben tapfer weiter am Belagern. So ist das gut. So, dann müssen wir unsere restlichen Truppen hier noch hochziehen. Weil ich fürchte, die werden jetzt sauber hier versuchen, die Ungarn wegzuhauen. In der Zwischenzeit mal so ein bisschen hier schauen, was hier unten passiert, gell? Aber, naja, noch ist alles gut. Ja, das habe ich mir gedacht, dass die jetzt da oben Ungarn angreifen. Ach komm, das... Komm, wir sind fast durch mit der scheiß Belagerung, oder? Oh nee, ach, die sind doch auf der Flucht. Okay, dann geht's ja noch. Dann latsche ich mal da hoch, sicherheitshalber. Die hauen ab, oder? Hauen die ab? Ja, die hauen ab. Na, jetzt kommen sie wieder. Mist. Oh, 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 oh. Aber ich komme auch nochmal da hoch, Freunde der Sonne. Okay, die haben keine Transporter da. Au, 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 au. Das wird böse für euch. Ui, ui, ui. Das könnte jetzt empfindlich wehtun. Ja, das tut empfindlich weh. Puff. Autsch. Das hat empfindlich wehgetan. So, pass auf. Du bleibst stehen. Du laufst da runter. Es wird geplündert. Da kommt der Schwede. Wo kommt denn der wieder her? Wo ist denn der jetzt? Unglaublich. Wo ist denn der jetzt wieder hergekommen? Der Schwede. Da schau mal hier. Der Ungar belagert ihn noch ein bisschen. Jawohl. So, hier oben ist nichts. Wie viele Truppen haben die denn noch? Ein paar haben sie schon noch. Sind auch noch motiviert. Der Ostfriese macht mit, Klevi macht mit. Das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, gell? Das sollte ich vielleicht auch mal rüber hier. Was? Da wackeln wir gleich mal rüber mit der Kapelle. So. Alter Schwede heißt jetzt. Auf gut Deutsch, ne? Genau. Alter Schwede. Tschüss, alter Schwede. Da verabschiedet er sich. So, hier wird belagert. Jawohl, hier ist durch. Sehr gut. Hier ist erfolgreich. So, was? Adel kriegt Land? Ja, von mir aus. Mein Gott, ich habe keinen Bock, jetzt Stabilität zu verlieren. Das brauche ich jetzt nicht. Ich habe schon genug andere Probleme. So, was macht mein Militärtech? Da bin ich... 8 Jahre voraus. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall eine Idee durchbügeln. Verschleißarmee minus 25%. Das ist gut. Und dadurch bekommen wir auch Verschleißgegner plus 1 in unseren Landen. Und wir haben fast schon hier die nächste Idee durch. Ne, den nächsten Ideenbonus. Kampfstärke Infanterie 10%. Reduktion Nachkampfschaden 5%. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber erstmal haben. Venedig hat hier unten was besetzt, das ist gut. Naja, aber das werden sie nicht lange halten, wenn der Osman da durchstiefelt. Und alles wegkloppt. So, Karakornlo hat ein goldenes Zeitalter ausgerufen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, Kleve war ja noch so böse, gell? Kleve. Wollen wir, glaube ich, Kleve mal kurz belagern. Was ist das jetzt wieder? Ja, gut, dann verlieren wir halt Dukaten, mein Gott. Können wir nicht ändern. So, liebes Dänemark, du bist doch nicht bereit hier zu verhandeln, gell? Das habe ich mir fast gedacht. Na, ich will nur die Provinzen hier. Also zumindest die hier. Holstein. Und die hier auch, ja doch, die will ich auch haben. Einfach so, weil gehört Holstein und so, ne? Aber noch lässt er uns da nicht raus. So, hier kriegt Kleve auf die Mütze.
kann ich jetzt noch... Jetzt kann ich wahrscheinlich keine Provinzen mehr für mich als interessant markieren, ne? Oh doch, es geht sogar, okay. Aber ich glaube nicht, dass der Pole mir die gibt. Denn der Pole wird versuchen, so viel wie möglich selber einzustecken. Also wird es an mir sein, hier vielleicht mit dem Separatfrieden aus der Kiste rauszukommen. Das wird dann natürlich der Pole nicht gerne sehen. Ja gut, wir haben genug Punkte, um Vertrauen zu pushen. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ah, mal ein paar Partikularisten. So ein Pech. Was machen denn die hier, die 1000 Mann? Die spinnen wohl. Die kriegen ja gleich auf die Mütze. Jawohl, Kleve ist belagert. Sehr gut. Dann könnte Kleve hier eigentlich gleich mal raus, ne? So, schon sind sie draußen. So, Kleve wird 120 Dukaten. Ah ja, okay, wir kriegen ein bisschen Geld. Das ist schon mal was. Immerhin, danke. So, dann ist noch dabei Ostfriesland. Das wird gerade von uns belagert. Dann marschiert immer wieder da hoch. Ostfriesland ist auch gewonnen. Dann marschiert ihr wieder da hoch. So, und jetzt wird vermutlich gleich Ostfriesland draußen sein. Könnte ich mir vorstellen. Nein, sind sie nicht. Hoi, ich bin überrascht. Warum? Die haben doch nur diese eine Provinz hier. Haben noch 3000 Mann. Naja, das ist jetzt nicht gerade viel, gell? So, dann latschen wir weiter. Komm, belagern. Zack. Geld einstecken, wenn es sein muss. Ja, jetzt haben wir den Kriegsgrund gegen Pommern verloren. Na gut, was soll's. Holen Frankreich Mecklenburg. Was? Frankreich? Okay. Hm. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Da fällt mir ein. Es hat geheißen, vielleicht kann man als Kaiser immer Ansprüche fingieren. Das weiß ich nicht. Das lässt sich ausprobieren. Das werden wir ausprobieren. So. Ah, ich wollte es gerade sagen, wie lange dauert das jetzt noch? Hallo? Ostfriesland ist draußen. Okay, sieht so aus. Sie zahlen ganze 20 Dukaten, meine Damen und Herren. Bäm. Wohin mit der Kohle? Welch schnöder Mammon. Naja, gut. So, das heißt jetzt aber, der Däne hat akut keine Lust mehr. So, den Polen ziehen wir mal ab. Und wir versuchen weiter den Kriegsstand hochzubekommen gegen Dänemark. Jawohl. So, ihr latscht noch da hoch. Und bei mir sind schon wieder irgendwo gleich dreckige Rebellen. Ja, ja, ich sehe schon. So, ich werde dann gleich mal mit euch wieder hier runterjubeln. So, wir haben... 56%, okay. Was? Österreich hat Condottieri angeheuert. Naja. Urbino hat Frieden mit Osman. Na gut, der Osman rollt jetzt noch den Rest weg von Venedig und Salzburg. Dann ist das Thema erledigt, vermutlich. So, das ist auch besetzt. Okay, mal schauen, Dänemark. Würdest du mir was geben? Ja, würden sie. Das würden sie schon wieder nicht machen, okay. Aber zumindest würden sie mir Holstein geben.
Geld würden sie mir noch geben. Ein bisschen zumindest. Ja, das ist aber das ist zu wenig. 32 ist ein Witz, ne? Kriegsreparation? Machen sie nicht. Okay, ja gut, dann muss ich fast Geld verlangen. Aber so kriege ich halt Holstein. Und bin raus. Was mir wichtig ist, dass ich raus bin, dass ich meine Truppen gleich wieder auffüllen kann. Denn ich möchte auf keinen Fall hier meine Truppen noch weiter verheizen und dann den Osman im Kreuz haben. Das will ich auf keinen Fall. So. Mache ich hier den Separatfrieden. Bäm. Bin raus. So, hier ist Holstein, jawohl. Sehr gut. Wir kriegen Machtprojektion ein bisschen, aber das ist ja eher sekundär. So, was ist jetzt mit dem Pole? Ja, das hat jetzt ein bisschen Vertrauen gekostet. Ja, ich habe es fast befürchtet, ne? Aber okay. Muss man durch, hilft nichts. So, dann. Wir lassen Holstein als Untertan raus. Zack. Da ist Holstein, jawohl. Okay, unser Vasall. Und hier können wir noch befreien. Ne, im nächsten Krieg dann. Auf jeden Fall können wir vor Holstein schon mal sagen, pass auf. Das ist interessant und das ist interessant. Und das ist alles für uns brutalst interessant. So, wobei, den können wir gar nicht kornen hier. Aber ich glaube, zumindest die Provinzen hier, da können sie einen Kern drauf machen. So. Oder kein Kern, sondern den Anspruch meine ich natürlich. Kern, völliger Schwachsinn, was ich da erzähle. So. Dann war das gar nicht so schlecht. Das gefällt. Okay, dann klöppeln wir hier nochmal einen für die Verbündeten rein. So, Pole, dann viel Spaß. Gell? Was macht denn der da oben noch? Du solltest doch da runter, Mensch. Halt nicht, Mann. Du solltest nach Prag. Und du solltest da runter. So war es gedacht, genau. Da kommt nämlich gleich hier das nächste Hurra wahrscheinlich hier unten, ne? Oh, 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 ja, ja, ja. Da war's. Oh, das wird gut. Da geht schon los. Hab's gewusst. War doch klar. So, was hat der Osman? Negroponte ging an den Osman. Venedig verzichtet auf Kernprovinzen. Ja, ja, das kennt man auch. Man zahlt ein bisschen Unterhalt. Ducati, 1, 2, 3, Kohle raus und so. Mhm. Schön. Ja, da hat er sich gefreut, der Kollege. Oder auch nicht. Ah, hier kommt schon mal Byzanz und will noch ein paar Ansprüche machen. Das ist ja witzig. So, hier hat Byzanz keine Ansprüche. Hier hat Byzanz Ansprüche, bis dahin vermutlich. Genau, und hier oben nicht mehr. So, Albanien. Ne, Albanien nicht mehr. Hier haben wir noch den permanenten Anspruch. Oh Gottes Willen, schau mal hier, was ist das denn? Der Osman macht Urlaub in Kalabrien. Ja, brutal, bist du blöd. Ja, wenn es denn sein muss, gell? So, da drücken wir doch mal drauf hier. So, das geht nicht mehr, oder? Das ist Spionagenetzwerk. Ja, ja, das ist jetzt wieder zu klein, weil die Ansprüche, je mehr Ansprüche du hast, desto teurer wird der Spaß natürlich. So, Kastilien ist auch im Frieden, ne? Das ist toll. Nee, stimmt gar nicht. Die haben immer noch Gekloppe.
Ja, die blöden Rebellen haben jetzt nochmal 10 Jahre Nationalismus durchgedrückt. Aber gut, das Problem wird gleich erledigt. Genau, da sind sie weggeklatscht. So, wo? Warum? Ach, die können da nicht durchlatschen, echt? Oh Mann, jetzt stehen hier 29.000 Mann in Holstein rum. Ah, super. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen blöd, gell? Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber dann machen wir das halt. Moment, ich kann doch hier bestimmt Militärzugang erbitten. Eben, denke ich mir doch. 2, 1 und zack. Und hier auch Militärzugang. Danke. So, und dann können wir durchlatschen nach Prag. Hallo? Ach, Entschuldigung. Ja, ich habe Lübeck vergessen. Mein Gott. Die Großmacht Lübeck habe ich vergessen. Konnte das passieren? Also, dann wieder aufkündigen. Aufkündigen. Und aufkündigen. So. Dann haben wir jetzt bloß noch ein zu viel, oder? Ja, genau, Holstein. Der Vasall, ja, ja. Was zahlt denn der? Gleich mal gucken. Zahlt mehr als Byzanz, ne? Ist ja spannend. Aber gut. So. Stärkung der Herzogtümer. Genau, da gibt's doch, sobald du 2 Vasallen hast oder sowas, kannst du hier Stärkung der Herzogtümer machen. Dann gibt's 2 zusätzliche Diplo-Beziehungen. Das Problem ist hier dann der Einfluss. Du kriegst den dann gar nicht mehr runter. Das ist halt ein bisschen doof, ne? Um das Privileg zu widerrufen, muss die Loyalität dieses Standes höher als sein Einfluss sein. Der Einfluss ist 51. Dann müsste man die Reform umstellen. Recht des Rates zum Beispiel rausnehmen. Das sind schon mal 10 Punkte. So, und das Stärkung der Herzogtümer bringt uns 5 Loyalität zusätzlich. Ja, das wäre gar nicht schlecht in dem Moment. Dann bin ich nämlich wieder über 50. Das bin ich aktuell nicht. Sollte man fast machen, gell? Komm, das machen wir. Zack. Beziehungsweise, ich glaube, das fliegt sogar automatisch raus. Stärkung der Herzogtümer, wenn du weniger als 2 Vasallen hast. Ich glaube, dann fliegt es automatisch raus. Ist jetzt Spekulation, aber ich meinte, das war so. So, und schon haben wir noch einen übrig. Das heißt, wir könnten sogar noch einen Vasallen machen. Da käme mir jetzt die Idee mit Kroatien wieder in den Sinn. Denn die würden sich jetzt vasallisieren lassen. Und dann könnte man Bosnien... Ja, das ist natürlich geil, ne? Bosnien ist jetzt mal so mit Frankreich verbündet. Ganz großer Sport. Superklasse. Das brauchst du ja unbedingt, so ein Mister, Alter, echt? Boah, Leute, Leute, da. Na gut, da könnten wir aber zumindest dem Ösi noch was wegnehmen. Ja, da könnte man den Österreicher angreifen. Also, für eine Vasallisierung brauchst du 190 und ein Bündnis. Also 190 sind
Sympathie und ein Bündnis. So. Moldawien ist mit Moskau verbündet. Das kommt ja zum richtigen Zeitpunkt hier, Mensch. Toll. Da hätte Ungarn noch Ansprüche drauf. So, nicht vergessen, uns selber zu wählen. Ganz wichtig. Was, wir verlieren Dukaten? Ja, von mir aus, mein Gott. So, Augsburg wählt uns momentan nicht. Momentan würde Österreich Kaiser werden. Das ist nicht gut. Ich neige gerade dazu, vielleicht doch das Bündnis mit Augsburg zu machen. Einfach, dass wir die Stimme haben. Nur um den Thron zu halten. Mehr ist es nicht. Nur um den Thron zu halten. So, was ist denn mit Köln, dass die uns plötzlich nicht mehr wählen? Die unterstützen Berg. Ach so, das ist, weil unsere Legitimität so im Arsch ist. Entschuldigung. Okay. Dann machen wir es anders. Dann gewähren wir hier Reichsgnade. Das gibt einen Bonus von plus 41. Dann lassen wir das mal mit dem Bündnis hier. Aber das, ich wollte gerade sagen, das sollte sie wieder auf unsere Seite bringen. Sachsen, die haben natürlich auch ein Problem damit, dass, tja. Hallo Augsburg, was ist los? Die haben auch ein Problem damit, dass wir so wenig Legitimität haben, ne? Sag mal, was stimmt mit den Augsburgern jetzt? Sind die bescheuert? Wählen die einfach den Ösidor, also wirklich. So, dann bekommt Trier noch kurz einen Diplomaten aufgezwungen. So, das Spionagenetzwerk mit dem Osman können wir erstmal, ne? Brauchen wir aktuell nicht. Wir haben aktuell andere Probleme. Wir müssen unsere Stimmen sichern. Eieiei, was ist denn jetzt wieder los? Die Reformation unterteilt sich. Aha. Nur dann. Jetzt haben wir da unten wieder Rebellen. Oh Gott, ich hab gar nicht gemerkt, dass ich da wieder Zermürbung fress ohne Ende. So, Österreich Frieden, Schweiz tritt Zürich und St. Gallen ab und Bregenz volle Annexion. Ui, der Österreicher war böse. Mensch. Du Böser. St. Gallen zurückgeben. Zack. Nix, oder? Uiuiui. Ui, ui. Na, das gibt Ärger. Na, das gibt Ärger. Österreich hat Böhmen rivalisiert. Ja, so ein Klick. Super. Der wird sich jetzt dann gleich mit dem Franzose zusammentun. Da wette ich doch. Ah. Der wird sich ja sowas von gleich mit dem Franzosen zusammentun. Okay, pass auf. Wir drücken Kroatien in unser Bündnis rein. Klingt komisch, ich weiß. Könnten wir sogar noch eine Staatsee. Wobei, das werden die uns anbieten, die Staatsee. Und dann werden sie vassalisiert. Zack, genau, so machen wir das. Diese bösen Österreicher, du. Sag mal, was ist... Oh, goldenes Zeitalter Württemberg. Was ist denn hier los? Ach, Siena besetzt Neapel. Wow, okay. So, Württemberg. Religiöse Einheit erzwingen.
Ja, das geht noch nicht, ne? Es gibt diesen Kriegsgrund, wir hatten das letztens auch in den Kommentaren, aber das geht leider erst nach dem Religionskrieg, wenn du den offiziellen Glauben hast. So, Baden zurückgeben, Freunde, hier. Gell? Sonst ist das alles ganz böse hier. So, Österreich, wie sieht's mit Zürich aus? Zack, auch nicht, gell? Ui, jetzt sorgen wir für ein bisschen Unruhe hier beim Ösi. Ich sehe gerade, wir haben diplomäßig noch was. Da sind wir auch voraus. Ideen braucht das Land. Diplo-Beziehung plus eins, jawohl, zack. So, jetzt sind auch hier die Wagenburgen am Start. Sehr gut. Noch eine Diplo-Beziehung. Trier ist wieder auf unserer Seite. Was ist denn das hier? Brandenburg will Polen? Also, jetzt wird es ja immer abenteuerlicher. Da kann ich ja bloß mit dem Kopf schütteln. Mecklenburg. So, jetzt probieren wir das mal aus. Ob ich in Mecklenburg einen Anspruch fingieren kann als Kaiser? Nein, geht nicht. Geht nicht. Also auch als Kaiser brauche ich oder gelten die gleichen Regeln zum Fingieren von Ansprüchen wie für normale Fürsten des Reiches, beziehungsweise die normale Spielmechanik einfach. Funktioniert nicht. Okay, gut, dann ist es so, können wir nicht ändern. Aber der Versuch war es wert. Okay, gäbe es momentan jemanden, der sich vasalisieren lassen würde? Nein. Gibt's nicht. Okay, gut, dann ist es so. Dann beschmeicheln wir einfach noch mal ein bisschen. Erzürnte Nationen. So, den nehmen wir weg. Verbündete einen. So, Österreicher, Savoyen und Hennegau. Noch ist Waffenruhe bis 1515. Gut, ich meine, der Pole kloppt sich da immer noch mit Dänemark. Genau, also da brauche ich im Moment gar nichts machen. Und der Osman baut jetzt in der Zeit natürlich lustig Truppen auf. Geld ist auch nicht schlecht. Der freut sich in Ast. Tja. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. So, und die scheiß Rebellen kommen hier nicht raus. Wenn ihr hier stehen bleibt, Versorgungslimit 13, Nikopolis, dann müsste das doch funktionieren. Nikopol, ne? Genau, ist doch Nikopolis. Ja, das lasse ich da stehen. Wir haben keine erzürnten Nachbarn, gibt's ja gar nicht, oder? Wow, Mensch, bin ich brav. Das ist bloß der Osman, der so richtig angebröselt ist. Das aber richtig. Wow. Gut. Ich scheine ein netter Kerl zu sein, habe ich den Eindruck. Kann mich auch täuschen. So. Dann bauen wir aber zumindest mal das Spionagenetzwerk auf. So, was ist mit euch, Freunde? Ihr wollt mir keinen... Keine Staatsehe schicken, oder? Ihr seid ja gemein. Dann muss ich das halt machen. Fehlen immer noch ein paar Punkte. Heieiei. Weißt du was? Dann gibt es noch ein kleines Geschenk. Zack. Und jetzt funktioniert das. Was haben wir hier denn schon wieder? Korrupte Steuereintreiber. Adminmacht rausgedübelt oder ein paar Dukaten. In dem Fall Dukaten. So, und jetzt kriegen wir gleich den nächsten Vasallen hier hoffentlich. Kroatien. Das wäre schön. Zack. Jawohl. Sehr gut. Wir haben sogar noch Platz für einen hier, ne?
wird so langsam. Okay. Ja, dann müssen wir uns überlegen, wie wir weitermachen. Ich stelle gerade fest, wir sind mal wieder bei flotten 40 Minuten. Deswegen eignet sich die Geschichte hier, glaube ich, für eine kleine Pause, liebe Freunde. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Europa Universalis. Beim nächsten Mal geht der Tanz weiter, wie immer. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut. Und Servus.